Also Schwermetalle sind natürliche Metalle, die bei uns in der Luft vorkommen, im Trinkwasser, in der Nahrung kommen sie vor, in Pflanzen, Tieren und so weiter. Und sie sind Metalle mit einer besonders hohen Dichte, was es für unseren Körper sehr schwer macht, diese Metalle wieder loszuwerden. Das ist wie bei allen Stoffen so, wenn zu viel im Körper sich befindet, dann wird das abgelagert und gespeichert, und bei zu hohen Konzentrationen kann es dann zu Symptomen führen wie Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Erschöpfungszuständen. Manche reagieren auch mit Hautausschlägen. Das Schwierige bei der Ausleitung ist, dass die Metalle sehr schwer mobilisiert werden können. Ja, das können nur bestimmte Pflanzen, wie zum Beispiel der Koriander oder der Bärlauch, die praktisch dann die Schwermetalle aus dem Gewebe wieder in den Darm zurückbringen. Wenn wir ganz normal die einnehmen und keine saugfähigen Materialien wie zum Beispiel Zeolit oder Heilerde zu uns nehmen, dann bleiben die im Darm und werden unter Umständen wieder rückresorbiert vom Darm. Damit wir die Stoffe aus dem Darm abtransportieren können, brauchen wir saugfähige Stoffe, die die Schwermetalle mit raustransportieren. Das gibt es zum Beispiel in Form von Pulvern. Ja, Kapseln kann man einnehmen. Wir haben auch hier Zeolithpflaster. Das würde über die Fußsohle praktisch abtransportiert werden. Also wir sind heute beim Familienunternehmen Prokop. Das Unternehmen gibt es seit 1898 und wird heute schon in fünfter Generation geführt. Und unsere Schwerpunkte sind vor allem im Bereich Aromatherapie, Nahrungsergänzung, Naturkosmetik und Lebensmittel natürlich. Mein Name ist Maria Wall. Bis bald bei Ihren Drogistinnen und Drogisten.